Mit der Fasnacht werden die bösen Geister vertrieben. Und wenn dann die, die noch da sind, die Guten nämlich genüsslich lächeln, dann ist Narrenmess in Willisau. Die Mess gemeinsam gefeiert, reformiert und katholisch, nicht theologisch-theoretisch, sondern volksnah und frenetisch. Gar vier haben heuer die Bösen zum Teufel gejagt. Die beiden Pfarrer, der Martin Walter, die Wies und der Thomas Heim Schwarz, Basler E-Zunft zu G46 in Weiss und Schwarz und Tanni Troxels Napfruger einfach in Rot. Folgenden Firmen gilt ein herzliches Dankeschön, weil sie haben den Film über Narrenmess Willisau erst ermöglicht. Die Herren Piloten werden vermisst. Wir wollen doch mit dem Fasnachtsgottesdienst anfangen. Pfarrer Walter. Pfarrer Heim, bitte melden. Keine Reaktion. Der Autopilot läuft. Fallschirme sind auch noch da. Also müssen sie irgendwo noch an Bord sein, hä? Aber wo sind die zwei Tiefflüger rausgekommen? Ah! Er schreit da so rum. Von wegen Tiefflieger. Ich glaube im Moment eher Tiefflieger. Ist das ein Absturz gewesen? Cockpit Party. Na Gott sei Dank haben wir vor dem Gelage noch den Autopilot eingeschaltet gehabt. Hey. Wo sind wir überhaupt? Ich glaube, ich muss erst einmal die Koordinaten und meine Flugdaten checken. Wo stecken wir eigentlich? Huh. Muss mal schauen bei den Bordinstrumenten. Oh, gar nichts im grünen Bereich. Huh. Alles blinkt rot. Schauen wir mal auf den Monitor. Happy Landing? Ja, sind wir schon gelandet? Hätte ich jetzt gar nichts mitgekriegt? Was sind wir da ab? Oh. Oh,
Oder ist es tatsächlich sogar am Ende nur eine Bruchlandung gewesen? Sind wir abgestürzt? Ich glaube fast. Wir sind abgestürzt. Da ist schon eine Trauerdelegation. Herren in Schwarz mit Fahnendelegation. Oh. Sag mal, wo kommt ihr jetzt her? Aus Basel. Aus Basel? Das ist ja wirklich traurig. Herzliches Beileid. Ist es nicht so schlimm? Könntet ihr euch trösten? Ja, womit tröstet ihr euch zu Basel? Ach, wir müssen uns nicht trösten. Es geht uns fantastisch dort, wo wir herkommen. Wieso gibt es dort auch eine Fasnacht? Dort gibt es ja richtige Fasnacht, natürlich. Aha. Ja, ich glaube, wenn ihr die richtige Fasnacht habt, kann man euch nicht mehr helfen. Ja? Dann ist das gut, bin ich beruhigt. Oh, ich schaue da mit ganz in Schwarz, sind wir also schon riesen Schrecken eingejagt. Apropos Schwarz, wo ist meine Blackbox? Oh, die sendet schon Signale aus. Da pfeift's. Ich bin Blackbox suchen gegangen. Oh. Weißt du, bin ich froh. Sieht zwar aus wie eine Blackbox, pfeift auch aus dem letzten Loch. Ist aber Gott sei Dank bloß mein Co-Pilot, Pfarrer Thomas Heim. Herzlich willkommen an Bord. Hallo zusammen, ja. Ich glaube, muss ich auch noch ein bisschen schön machen da. Also. Wie Sie jetzt gesehen haben, wir sind beide im Moment noch reichlich desorientiert und müssen erst einmal, glaube ich, wieder in das Fluggeschehen hineinfinden. Stuart, Limi, kannst du uns mal geschwind updaten, wo wir überhaupt auf unserem Flug sind oder was da los ist? Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, wo wir da drin stecken, denn was? Gedanken des Sumpfmeisters zur Fasnacht. Wenn sich der Narr bewegt zum Schneider, braucht es warme und kunterbunte Kleider. Dazu noch Schuh zum Fuß und mit der Maske den Kopf verstellen. Jetzt sind sie bereit, die Rosen, Eicheln, Schilten, vor allem aber die Schellen. Auf einmal die Musik ertönt mit Pauken und Trompeten. Und meistens, wenn es stürmt und schneit, ist es dann endlich wieder so weit. Es beginnt die fünfte Jahreszeit. Dann setzen die Narren ein nachhaltiges Zeichen. Ein Zeichen, welches mit nichts ist zu vergleichen. Alles ist etwas verdreht. Die Fasnacht kommt und geht. Es bleiben viele Impressionen. Sie fegen weg die Winterdepressionen. Die einen bleiben länger auf den Stühlen sitzen, andere feiern, tanzen und schwitzen. Mit der Zeit wird es dann leiser. Die ermüdeten Narren werden heiser. Den Kindern schenkt man noch einen Ballon, den Älteren nicht, denn sie haben ihn schon. Allmählich sich nun leeren die Reihen in den Lokalen. Man trinkt aus und macht sich ans Bezahlen. Die Uhrzeit ist schon weit über Zähne. Die Heimkehr erfolgt im Schlepptau von König Falibani. Ein besinnlicher Moment folgt. Die Narrenmesse dürfen wir feiern. Zusammen mit euch in den gefüllten Reihen. Es ist Zeit, sich zu besinnen. Davon können wir alle nur gewinnen. Bei schönen Klängen und Geschichten kann man auch mal auf Rambazamba verzichten. Aber nicht stundenlang, denn der echte Fasnachtler hat einen Drang. Es treibt ihn zu denen, die sind gleichgesinnt. Bei ihnen ist er ganz geschwind. Da fühlt er sich geborgen. Man teilt sich Freud und Leid, vergisst die Sorgen. Bald werdet ihr nun alle entlassen
und mit der Gesellschaft ganz gelassen, im Städtli und in engen Gassen, sich ein schönes Mädchen oder einen strammen Burschen zu fassen, um vielleicht das Tanzbein zu schwingen oder ein lustiges Lied zu singen. Zuvor jedoch merke dir, für die fasachsfreie Zeit, nicht nur in der fünften Jahreszeit soll man sich kennen, nein, auch danach möge man sich beim Vornamen nennen. Gelassenheit und Freude zeigen, die grauen Geister vertreiben. So gehen der Zunftmeister und sein Clan mit gutem Beispiel voran und wünscht allen Närrinnen und Narren eine glückselige Fasnacht und ein Happy Landing. Nari! Das habe ich schon befürchtet, dass wir infolge unseres Partyabsturzes den Fasnachtsgottesdienst verschlafen hätten. Dem ist es Gott sei Dank nicht so. Also dann ein herzliches Willkommen allen Närrinnen und Narren zum Fasnachtsgottesdienst 2015. Thomas, darf ich dich bitten, den Gottesdienst jetzt zu eröffnen? Doch helft auch jetzt bitte, dabei aufzustehen. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen, guter Gott. Und so sei die Barmherzigkeit von Gott dem Vater, die Liebe vom Sohn Jesus Christus und die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist mit uns allen. Amen. Amen. So, liebe Gemeinde, dann darf ich da zum ersten Lied einladen. Also musikalisch beginnen wir mit dem Lied auf dem Liedblatt oben links. Ich habe auch ein bisschen nachgeteilt, gell? Guggis Berglied. Ich meine, Guggi haben wir ja da, also das verhebt schon. Aber Hanni, kannst du mir erklären vom Text, wieso kommt ihr auf Berglied? Ist doch widersinnig. Berglied, und dann fängt es an, es ist eben. Aha, ich glaube, ich bin da noch ein bisschen koordinationsgestört. Vielleicht legt sich das beim Singen. Tun wir doch da jetzt miteinander reinstimmen.
Thomas, irgendwie mit dem Guggisbergli, das ist ja schon tragisch. Also irgendwie hat das Vreneli da der Liebste verjogelt. Eiberg, andere Seite vom Berg, sie wollten zusammenkommen, ja, wo ich möchte, bin ich sie, und irgendwie hat es wohl nicht geklappt. Ja, sie wollten beieinander landen. Jetzt fällt mir eigentlich auch wieder ein, warum wir selber so abgestürzt sind. Also sag mal, Thomas, du wolltest doch unbedingt bei dieser blonden Passagierin, weißt du, bei der Frau Basler vom Sitz 47, wolltest du groß landen. Ja, und deshalb hast du sie dann zur Cockpit-Party eingeladen. Das ist dann eine ziemliche Schnapsidee geworden. Ja, es ist Ehrensache, dass der Co-Pilot, wenn wir den Flug auf Willisau City Airport haben, jeweils die Leute hier persönlich begrüßt, die zum Gate reinlaufen. Und als ich die gute Frau Basler gesehen habe, wie sie durch das Gate rein paradiert, oder ja, wie soll man den Gang beschreiben? Ja, die Beine, der Körper, der Abschluss. Ja, da habe ich gewusst, die Frau mit dieser Mähne, mit diesen Lippen, da muss ich näher hinkommen, das geht nicht. Und jetzt ist sie hinterher gelaufen, als sie begrüßt hatte. Seit 47, und ich hocke im Cockpit vorne. Seit 47, dort hinten, in der 28. Reihe. Uns trennen Welten. Wie kommen wir überhaupt zusammen? Ja, da hat mein armer Thomas die Sehnsucht voll verwischt, du. Ja. Und ja, überlegt. Als ich alle begrüßt hatte, ja, wie kann ich bei ihr landen? Und dann habe ich gedacht, wir haben doch die Cocktailpartys, da klingt es mir aber nicht schlecht, aber im Flieger ist das schlecht möglich. Darum habe ich gedacht, statt Cocktail, Cockpit-Party, dann geht das schon, dann kommen wir uns näher. Aber ja, dann hast du ihn eingeladen, gell, und der Limi hat serviert, aber ich glaube, das war von Anfang an schon etwas unglücklich. Ja, ja, moi Chandon, Perrier Jouet, und wie die feinen Säfte alle heissen. Es hat nichts fruchten. Sie hat gesagt, nicht für mich. Ja, wir sind dann schliesslich beim Rimus gelandet. Das ist eben doch die einheimische Gewächs, die sie angesprochen hat. Ja, da denkt, ich probiere es noch ein bisschen mit Troika-Wodka, aber das war nichts zu machen. Ja, doch denkt, wenn sie auf Willisau fliegt, dann ist sie fasziniert vom Hinterland, fasziniert von unseren Hügeln, vom Winter, den wir haben. Ja, gesagt, wir haben sogar einen Skilift im Hübeli hängen und der läuft jetzt. Da kann man jetzt fahren. Und es ist gar nicht so ein kurzer Skilift, wie manche denken. Und ich habe geschwärmt vor einer Fasnacht, die noch urchig ist, wo man hinterher geht, das Kreis holen und selber Kostüm macht. Sie hat mich so angeschaut. Ich konnte gleich nicht landen mit dem. Sie sind rein geschäftlich, kommen sie auf Willisau. Sie hat dann einen Auftrag und mit der Pampa hat sie eigentlich nichts zu tun, hat sie gemeint. Der Winter hasst sie, sie tut lieber Wasserski fahren. Sie wäre gerne im Sommer in Südafrika und nicht hier an der Kälte. Ist ja heute einer der kältesten Tage, kann ich mir sagen. Und die Fasnacht, da gehen sie auf Rio de Janeiro, dort sei etwa noch etwas los. Ja, die habe ich auch probiert, das Hinterland hinter mir zu lassen. Ich habe erzählt vom FC Thun, wo ich grosser Fan bin. Und ich habe gesagt, ja, der muss mir jetzt auch beistehen, auch wenn er gerade ein bisschen im Teufungen ist. Und sie hat gesagt, nein, weisst du, Thomas, ich gehe ins Jockeli in Basel. FCB. Und ich habe gesagt, wir haben sogar einen Zug, der durchs Hinterland fährt. Ich bin grosser Zugfan. Und sie hat gesagt, ja, ist doch kein Maserati in der Garage. Ja, und immer wenn ich so einen Punkt bekomme, habe ich auch gesagt, ja, dann nehme ich noch eins. Trinke ich noch ein bisschen, mir ein bisschen Mut antrinken, mich ein bisschen schöner trinken. Werde zum Held. Und habe immer überlegt, wenn ich wieder ins Gespräch komme, was sie gerne von mir hören würde. Und ich habe gesagt, ich sei zuerst Pilot bei der Crossair. Das war doch da die Basler Fluggesellschaft. Und eigentlich fliege ich ja viel lieber auf Mühlhaus, Basel Airport und nicht auf City Airport Willisau. Ich musste mich ein bisschen verbiegen. Halt ein bisschen schauen, was er passt, dass ich ein bisschen
bisschen gut Wetter machen. Nüchtern betrachtet würde ich das nie sagen, dass ich Fan von Roger Federer wäre und gerne Tennis spielen würde. Nein, im Hübeli Skifahren ist mir schon lieber. Also. Und jedes Mal, wenn ich probiert, denkt sie scheint nicht so patriotisch zu sein. Ja, vielleicht geht sie gerne äthiopisch essen. Aber sie hat gemeint, so eine Bastard-Mau-Suppe wäre ihr doch lieber als so ein Fladenbrot. Sie hat immer lieber das Gegenteil gehabt von dem, was ich wollte. Es war eine totale Bruchlandung, Martin. Ich widerspreche jetzt nicht. Also, und vor allem, wie sie dann noch der zweite Wodkaflasche vom Hocker hat, das hat sie jetzt nicht vom Hocker gehauen. Überhaupt nicht. Und dann war es also da endgültig aus, da war der Abend gelaufen, gell? Ich meine, es erinnert mich ja so als Pilot und Himmelsfachmann so ein bisschen an die Geschichte vom Zachäus, was da im Matthäus-Evangelium gibt. Da ist auch einer gewesen, der hat einfach auch gemeint, er sei zu klein. Ob es wirklich war, das wissen wir nicht, aber er hat einfach geglaubt, er sei zu klein. Was macht er dann, weil er sich nicht so mögen hat, wie er war? Hat er sich aufblustert, hat er sich groß gemacht und da fängt es eigentlich schon an zu beschissen. Nicht, dass sie wollen, was man ist, etwas anders hermachen wollen, blöffen wollen, vorzeigen wollen, Maske aufsetzen, etwas ganz anders sein wollen, als man ist. Und da macht man sich groß, da macht man sich wichtig und dann holt man sich, was man meint, was ihm zusteht und man halt scheinbar im Leben nicht kriegt. Und so hat er auch angefangen zu gaunern, zu betrügen, in der eigenen Sachswirtschaft und hat auch seine Show abgezogen. Und letztlich also dann hat er mal Jesus begegnen wollen. Hat auch gesagt, der schaut mich sowieso nicht an. Der sieht mich sowieso nicht. Mhm. Muss ich mir auch wieder groß und wichtig machen, wie sonst halt auch. Rauf auf den Baum. Und eben es darstellen. Ein bisschen ist ja auch, ich sage mal, mit der Absturzgefahr, gell, wenn du da oben bist, so künstlich. Mhm. Aber ist immer in der Fasnacht irgendwo ähnlich. Ich meine, wenn ich eine Maske aufsetze, weil ich Freude habe, weil ich spielen möchte, weil ich Spaß habe und den vermitteln möchte, ist kein Problem. Da stürze ich aber im Grunde auch nicht ab. Bloß, wenn ich morgens ganz normal in den Spiegel schaue und mag meinen eigenen Grind nicht sehen und mag mich selber nicht und meine dann mit der Maske auf, dann wird es besser und ich sehe bloß gut aus, wenn ich eine Maske auf habe. Ich glaube, dann ist es ein bisschen ja, wie dem Absturz auch vorprogrammiert. Weißt du, also Thomas, ich meine, ich sage dir mal, what matters, also wir wissen es ja alle von Bernhard Gelmani, matters. Also, und, also wenn ich mir probiere, einen Reim drauf zu machen, müsste ich vielleicht sagen, steht einer nicht zu sich, geht mit sich fremd, lebt seine Hemmungen er ungehemmt, und ungehemmte Hemmung tut nicht gut, weshalb er Bruchlanden tut. Hm, das ist schon leicht gesagt, gell? Wieso hast du denn mitgemacht? Du hast mich ermutigt, du hast gesagt, komm, lass ihn doch ein, wir tun das schon arrangieren, das kommt schon gut. Und mitgesoffen hast du nämlich auch noch, hm? Das muss ich dann schon zugeben, aber da haben wir auch einen Reim drauf gemacht, gell? Macht einer an der Fasnacht sich zum Aff, ist mancher darob ganz erbost und baff. Er säuft, weil auf die Palme es ihn bringt, von der ihm auch prompt der Rahabsturz gelingt. Ja, ungehemmte Hemmiger. Ich glaube, wir lassen den Hemmungen jetzt mal freien Lauf. Wir hören da auf dem Liedblatt, darf ich da bitte um die Aufmerksamkeit bitten, gell, dass wir das seriös angehen. Ja, man sollte die Hemmige nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie sehen da den Text. La, 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 la. Ja. Ich bitte einfach aufzupassen, gell? Nicht, dass ihr mir in der Zeile verrutscht. Hey, das gibt ein Chaos, da kommt kein Mensch mehr raus nachher. Gell? Und sollte das trotzdem passieren, dann einfach la, la, la singen. La 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 la
auch schon ganz andere gute und mittlerweile langlebige Freundschaften schließen dürfen. Weil du kannst es ja mal erzählen, wie du da in Mexiko die Conchita kennengelernt hast, die ist dir heute noch nicht wurscht. Also, es hilft ja auch vielleicht noch so ein Absturz, wenn man da dran denkt, gell? Rise like a Phoenix. Hä? Kannst du mal erzählen? Genau, ja. Lernen von den Erfolgreichen, genau, ja. Ja, das war dann gewesen. Absichtslos, eben Standardflug auf Mexico City, gell? Und am Abend ein bisschen gut essen. Ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich das Desperados Bier zu Mexiko trinke und ich es nicht da Import muss trinken, sondern genau am Ort, dort, wo es herkommt, dort ist es ja immer besser. Bin ich da ins mexikanische Restaurant, meine Tapas gegessen, habe mein Fladenbrot bekommen. Und ich war gar nicht darauf aus, jemanden lernen zu kennen und da ein bisschen zu Revier durchzustreifen und jemanden zu jagen. Eigentlich ganz absichtslos. Und ich habe natürlich das scharfe Chili bestellt, das schärfste, was es hatte, ein bisschen mit Tabasco verfeinert, ein bisschen Pfeffer dazu da. Und in die Rolle wollte... Vorbild Stefan Ross, gell? Ja. Und ich wollte die Rolle ins Maus stecken, habe ich Feuer gespuckt, wie man so schön sagt. Wir haben gerade nach der Wasserflasche gegriffen und da ist die Weinflasche nebendran, gerade runtergefallen am Boden. Es hat nicht gut ausgesehen, das ganze Restaurant hat hergeschaut. Aber auch die nette Dame am Nebentisch, die zufälligerweise auch allein angehockt ist. Sie hat mich aufgeklärt, es sei gar nicht gut, wenn man da Wasser trinkt, wenn man so Feuer im Mund drin hat. Man soll ein bisschen Brot essen, das tue ich ein bisschen entschärfen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir könnten ja zusammen ein bisschen den Brand entschärfen. Dann ist sie zu mir an den Tisch gekommen. Wir haben ein bisschen gegessen, aber was wir vor allem haben gemacht, wir haben einander tief in die Augen geschaut. Wir haben beide herzlich müssen lachen über das Missgeschick, das da dem Hinterländerpilot passiert ist. Und dann haben wir noch einen netten, ja man könnte sagen, einen recht intensiven Abend miteinander gehabt. Und diese Freundschaft, ja, da hast du recht, Martin, die hat bis heute. Und immer wieder freue ich mich, wenn ich in Mexiko lande. Conchita ist nicht weit weg von mir dort. Und es erinnert mich daran, an den Augenblick, wo Hilde Domin ihrem Gedicht beschrieben hat, wo wir zusammen sind an diesem Tisch gesessen, einander gar noch nicht gross gekannt haben, aber einander angeschaut haben. Und eigentlich muss ich sagen, ja, vielleicht hat Conchita die schöneren Augen als Frau Basler vom Sitz 47, ja. Hilde Domin hat eben gesagt, auf die Augen kommt es drauf an. In ihrem Gedicht hat sie geschrieben, dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich die Augen treffen, entstehst du. Du fielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen. Dich ansehen und sagen, dass es dich gibt. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Was für ein guter Augenblick, Martin. Es passt eigentlich auch zu der Geschichte, wo ich angefangen habe zu erzählen. Weil der Zachäus, der da ja auf dem Baum hoch ist, damit er gesehen wird, der wurde gesehen von Jesus noch, bevor er sich selber bemerkbar gemacht hat. Bevor er noch groß hat eine Show abziehen können, zeigen, hallo, ich hier und bitte da ob sie schauen. Da kam er schon von unten und hat gesagt, ich habe dich gesehen. Und hat gesagt, komm runter, wir feiern, ich will mit dir und bei dir feiern. Und der andere hat noch gar keine Chance gehabt, sich zu präsentieren, zu zeigen, was er für ein toller Hecht und wie wichtig und einflussreich und überhaupt. Wo einer anschaut und all das andere nebensächlich wird, wo man Freude hat am Zusammensein. Und das Erleben, das Erfahren kann mir dann selber wirklich das Leben ändern. Wenn ich merke, dass jemand mich so nimmt, wie ich bin, kann es von heute auf nachher sein, ich muss nichts mehr vorspielen. Ich muss die Maske nicht tragen, ich darf sie tragen. Ich muss nichts dahinter verstecken. Ich kann mit ihr spielen. Wir können miteinander fröhlich sein.
Ich denke, das ist jetzt wirklich schön, wie es der Tilde Domin gesagt hat. Sag's noch einmal, dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich die Augen treffen, da entstehst du. Du fielest, aber du fällst nicht. Das sind Augen, die dich auffangen. Es gibt dich, weil es Augen gibt, die dich wollen, dich ansehen, dir sagen, dass es dich gibt. So, ich glaube, jetzt gibt es aber erst einmal noch Musik. Und da dabei tun wir an auch Kollekte einziehen. Da darf ich noch sagen, wofür die gedacht ist, für Stiftung Brandy. Das ist eine Behinderteneinrichtung, wo einerseits ein Behindertenwohnheim ist, aber auch Werkstätte. Und wenn ihr überlegt, wer könnte jetzt die Kollekte einziehen, wir sind darauf gekommen, wir machen das die seriös aussehenden Kollegen von der Fluggesellschaft Morstregel Air. Die werden das machen. Es sind sehr seriöse Herren, denen kann ich ihr sauer Erspartes vorbehaltlos anvertrauen. Sie müssen also keine Angst haben, dass es da irgendwelche Ostergauner in die Hand drückt. Gell? So, wir hoffen und wünschen natürlich, dass wir unfallfrei mit viel Freude die Fasnacht durchfeiern, ohne ernsthafte Abstürze. Und da dürfen wir jetzt auch Gott um seine Begleitung bitten. Ich darf jetzt auch die einladen, nach vorne zu kommen, wo Fürbitte vorbereitet sind. Wir denken an alle, die das Leben für uns bunter und schöner machen und an alle, die alles nur noch grau sehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, lass es nie an Menschen fehlen, die Freude und Fröhlichkeit ausstrahlen, damit auch traurige Menschen mit einem Lachen aufgeheitert werden.
Wir bitten dich, erhöre uns. Wir hoffen für alle, dass die Freude der Fasnacht auch nach Aschermittwoch erhalten bleibt, damit sie den Alltag in eine freudvolle Zeit verwandelt. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, lass uns unsere Mitmenschen auch ohne Maske wahrnehmen und sie so annehmen und schätzen, wie sie sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die in diesen Tagen mit uns zusammen feiern und durch geistvolle Witze und schöne Dinge andere zum Lachen bringen. Wir bitten dich, erhöre uns. Nehmen wir die Ausgelassenheit und Unbeschwertheit der Fasnacht mit in den Alltag. So wird aus manch Weinendem ein lachendes Auge. Wir bitten dich, erhöre uns. So, jetzt dürfen wir noch etwas singen. Und ich glaube, dazu ist es ganz gut, wenn wir sogar stehen bleiben. Wir haben es auf dem Liedblatt noch rechts außen. Wenn man gehört, die Frau Basler wäre eigentlich lieber in Südamerika gewesen als im Hinterland. Dem wollen wir doch gleich ein bisschen Rechnung tragen. Wir haben ein bisschen eine südländisch tönende Melodie. Die könnte man vielleicht von früher her so Santo Domingo, das ist mal in den 60er Jahren Schlager gegeben. Wir haben uns aber unseren eigenen Reim drauf gemacht auf Willisauer Fasnacht. Das darf ich unsere Starttenöre bitten. Was ist da? Was ist das da? Quattro, cinque, tre. Gut, dann probieren wir das einmal zu singen miteinander. Liebe Fasnachtsgemeinde, so geht raus in den Städtli-Fasnachtssonntag. Geht mit der Kraft, die Gott euch schenkt. Geht mit der Freude, die er euch ins Herz legt. Teilt die Liebe mit denen, die euch begegnen. Sucht nach der Gerechtigkeit und tretet ein für den Frieden. Sucht Gott in allem, was euch begegnet und ehret ihn damit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen. Und um den Gedanken von der Hilde Domin auch segnend aufzugreifen, könnte man auch sagen, es gibt dich, weil Gottes Augen dich wollen, weil Gottes Augen dich ansehen und sagen, dass es dich gibt. Und dein Ort ist überall, wo Gottes Augen dich ansehen. Du fielest, aber du fällst nicht. Gottes Augen fangen dich auf. Und so segne, behüte und begleite Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Feiert hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.